So, Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Yeah! Ein neues Gewand hüllt unseren athletischen Heldenkörper und wir tragen einmal mehr das Grün der Hoffnung, das den Frieden in diese Welt zurückbringen soll. Oh yeah! Und da steht ein alter Mann in unserem Zimmer, der uns beobachtet und das macht mich etwas nervös und deswegen werden wir diesen Ort jetzt hier verlassen. Immerhin haben wir ein Ziel vor Augen. Unsere kürzlich kennengelernte und neue Weggefährtin namens Fei hat uns nämlich einen Weg durch diese undurchdringbare Wolkendecke eröffnet und ich kann gar nicht weiter erzählen, denn wir werden schon wieder vollgequatscht hier. Von wem? Es ist, glaube ich, Gruß. Grüß dich, Gruß. Was ist denn los? Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Hoho. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ja, ich weiß. Ich würde so etwas niemals schaffen. Ja, das glaube ich dir. Ah, hier. Das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Unser weiteres nächstes Item. Eine Abenteuertasche. Ja, warum nicht? Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Ja, vielen Dank. Gruß. Da bist du ja doch noch zu was nütze. Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Okay. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Oh, Schild hört sich doch schon mal gut an. Die haben hier alle diese coole Augen. Ist ja lustig. Link, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Ja. Das kannst du auch glauben, denn das werden wir. So, wer bist du? Ah, dich kennen wir doch. Du bist doch einer dieser Gefolgsleute von diesem Bardo. Diese niedere Kreatur. Wie, du bist als einziger mit guten Noten belohnt worden? Wundert dich das? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer heraus. Und an all dem bist ganz allein du schuld. Du ganz alleine. Ja, genau. Gut, ich werde jetzt am besten nicht mehr mit den ganzen Leuten reden, oder? Kann ich jetzt in die Zimmer rein? Hey, ich kann jetzt in die anderen Zimmer. Das ist doch toll. Dann können wir mal schauen, wie die sich hier eingerichtet haben. Okay, Gruß steht auch auf grün, wie es aussieht. Aber besonders spannend wirkt sein Zimmer nicht. Aber ich guck mal, was er so im Schrank hat, oder? Wollen wir das wissen? Blümchen. Sieht so aus. Okay. Das war das Zimmer von Gruß. Wunderschön. Schauen wir uns da noch ein bisschen um, bevor wir aufbrechen in das Erdland, oder wie es auch immer heißt. Rex und Struss Zimmer. Ein Doppelbett. So, ja, sehr spannend hier, aber schön, muss man sagen. Ja, wer weiß, wann wir hier wieder zurückkommen, weil es wird vielleicht sogar eine Weile dauern. Und deswegen werden wir uns noch ein paar Minuten hier umschauen in dieser Welt auf dem Wolkenhort oder im Wolkenhort, weiß ich nicht. Das ist Bardo, versteckt er sich? Ah, nein, okay. Zelda, darin bist ganz alleine du schuld. Du hast ja auch gewonnen, ohne überhaupt richtig fliegen zu können. Das ist es wohl. Dann ist es wohl an mir, Zelda aus der misslichen Lage zu retten. Warte nur. Okay, ich warte. Ja, gut. Alle geben mir die Schuld, dass Zelda weg ist. Mein Gott. Dann werden wir jetzt mal schnell dafür sorgen, dass sie wieder zurückkommt. So, ach, ich hätte jetzt ja Lust, hier noch überall rumzugehen und alle voll zu quatschen. Aber das ist wahrscheinlich nicht so spannend für euch und deswegen werde ich jetzt mal hinausgehen. Ich wollte nämlich noch etwas tun und zwar habe ich bemerkt, dass ich wohl eine Schatztruhe vergessen habe. Und die würde ich schon ganz gerne nochmal holen. Und das sollte eigentlich relativ schnell gehen, ich weiß ja, wo sie ist. Wer weiß, was da drin ist. Vielleicht sogar nur Rubine, aber ich meine, die will ich auch haben. Oh, der will doch was von mir. Hallo! Link, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Nein. Das ist übrigens ein interessantes Schwert, aber dein Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Yeah, cool, da haben wir schon mal ein Schild bekommen. Ich dachte, den muss ich mir jetzt kaufen, aber so ist es natürlich noch besser. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben. Hält aber nicht viel aus, außerdem kann er Feuer fangen. Ja, das kennen wir ja schon. Wenn ein Schild zerstört wird, kannst du dir im Bazar einen neuen kaufen. Du kannst den Schild ausrüsten, indem du
Minus gedrückt hältst und die Wii-Fernbedienung bewegst, um ihn auszuwählen. Wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Schild umgehst, frag am besten den Schwertmeister in der Übungshalle. Er kann es dir sicher beibringen. Ah, okay, wir versuchen uns mal jetzt damit auszurüsten. Zack, der Holzschild. Ist ja nicht wunderbar. Okay, wie kann ich den denn... Ah, wahrscheinlich muss ich erstmal mein Schwert rausholen. Wie schütze ich mich denn mit Pipschild? Alles klar, ich muss meinen Nunchuck ruckartig bewegen. So, so viel haben wir schon selber rausbekommen. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich gar nicht zum Schwertmeister gehen und mich belehren lassen. Oh, was mir gerade aufgefallen ist, wir haben da oben... Das sieht aus wie eine Lebensanzeige für den Schild. Alles klar. Okay, ich wollte jetzt aber hier nach oben. Deswegen werde ich jetzt nochmal reingehen und oben wieder raus, denn ich wollte ja diese Schatzkiste holen, die da noch zurückgeblieben ist. Da bin ich ganz schön dumm vorbeigelaufen, glaube ich. Aber immerhin habe ich es noch bemerkt. So, in Häusern darf man ja nicht rennen. Ich versuche es trotzdem. Und trotzdem geht unsere Ausdaueranzeige zu Neige. So, waren wir hier schon mal drin eigentlich? Direktor Geporas Zimmer. Das interessiert mich jetzt aber schon, wie das da drin aussieht. Wie lebt denn der König hier? Boah, der hat aber einen Haufen Bücher. Belesen, der Mann. Aber sonst hat er nichts. Er hat nicht mal ein Bett. Der schläft nie. Okay. Immer auf Achse, unser Direktor. So. Wollen wir mal in Zeldas Zimmer gehen? Jetzt, wo sie nicht da ist. Sie hat doch auch ihr Zimmer, oder? Okay, wer das ist, weiß ich nicht. Meister Taitors Zimmer interessiert mich jetzt auch herzlich wenig. Zeldas Zimmer. Oh, das war klar, dass es verschlossen ist. Na gut. Wir haben Respekt zur... der Dame und geh nicht in die Zimmer. Link, endlich bist du in der Oberstufe. Siehst gut aus in deiner Uniform, nicht wahr? Das kann ich dir nun zurückgeben. Das Kompliment wollte ich sagen, aber tut mir leid, das kann ich nicht. Aber es ist unpassend, so zu reden, nachdem Zelda verschwunden ist. Ihr beide wart schon als kleine Kinder befreundet. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlen musst. Aber ihr geht es sicher gut. Du musst nur fest daran glauben und sie wird nach Hause kommen. Ja, Kollege, ich glaube, das ist nicht eine Glaubensfrage. Da müssen wir nämlich handeln. Und das werden wir auch, aber wie gesagt, ich werde jetzt hier noch ein bisschen mich im Wolkenhort umschauen. Auch mal im Bazar vorbeischauen, was es denn da so anzubieten gibt. Oder was sie denn so anbieten. Aber erstmal will ich diese Schatz holen, von der ich jetzt hier die ganze Zeit schon geredet habe. Yeah, und jetzt machen diese Ausdauerfrüchte auch Sinn. Ich bin ja gespannt, ob wir... Oh, hallo. Hallo, Fei. Lang nicht mehr gesehen. Gebieter, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Na toll. Sollst du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir im östlichen Bazar ein Schild oder einen Herztrank zu erwerben. Okay. Anscheinend ist Fei etwas schwach auf den Augen, was ihre Sehkraft angeht, denn sie kann nicht erkennen, dass sie bereits ein Schild besitzt. Okay, aber wenn man mal in ihre Augen schaut, dann sieht man nicht wirklich ihre Augen. Sehr merkwürdig, gruselig, okay. Ich habe noch eine weitere Information für dich, Gebieter. Merkwürdig, dass sie mich Gebieter nennt. Sollst du das Gefühl haben, die Steuerung gut zu beherrschen, kannst du die Hilfsanzeige unter der Steuerung verändern, Gebieter. Okay. Öffne dein Inventar und wähle Hilfsanzeige, um die Einstellung zu wählen, die für dich am angenehmsten ist. Okay, ich öffne mein Inventar und auf diese Hilfs reduziert. Okay, was bedeutet das? Steuer... okay, dann wollen wir nochmal schauen. Ah, das ist klar, das ist ein deutlich schönerer Bildausschnitt, aber ehrlich gesagt... Ich bin noch nicht so vertraut mit der... Oh Gott, jetzt habe ich mein Schild abgelegt. So, das kann natürlich nicht funktionieren. Ich mache das mal wieder rückgängig. Ich brauche die noch am Anfang ein bisschen. Ohne geht auch. Okay, wir nehmen ja Standard. So, so störend ist das jetzt auch nicht, oder? Ich werde jetzt mal hier runtergehen. Yeah! Denn dort sollte sich eigentlich noch die Schatztruhe befinden. Ich hoffe, wir kommen mal wieder zurück. Oh Gott, ah, okay. Da sind lauter Rankenpflanzen, die uns den Weg zurück garantieren. So, interessant. Wir müssen also auf den Schild aufpassen. Da ist die besagte Schatztruhe. Sie ist klein und da ist wahrscheinlich auch nicht viel drin. Du hast einen roten Rubin erhalten. Es sind 20 Rubine. Yeah. Naja, besser als nichts, Leute. Man weiß nie, wofür wir das am Anfang noch brauchen. Am Anfang kann man eigentlich nie genug Rubine haben. So, jetzt können wir uns hier ganz sportlich wieder zurückhangeln und klettern. Was ist denn hier hinter? Gibt es hier noch was? Hallöchen? Nein.
oder? Na, hier ist nichts, eine Sackgasse. Aber wir können an dieser Ranke hier hochklettern. Ja, sehr. Ich bin gespannt, ob wir unsere Ausdaueranzeige noch erweitern können. So. Und da sind wir auch schon. Na los. So. Ja, da müssen wir nicht lang, sondern wir schauen jetzt zum Bazar. Ah, da sehen wir übrigens diesen Lichtkegel, der da aus dem Himmel ragt und uns signalisiert, dass wir dort doch hin sollen. Aber, wie gesagt, ich werde jetzt nochmal hier in den Bazar schauen. Ich nehme an, das ist der Bazar. Was machen wir eigentlich, wenn unser Schild kaputt geht? Muss ich mir jedes Mal einen neuen dann kaufen? Oh, sieht das nicht cool aus hier? Yay! Was für eine Partystimmung hier. Obwohl gerade Zelda hier entführt wurde oder verschwunden ist. Oh, oh, oh! Was ist denn das? Was sehen meine Augen? Oh Gott, was sehen meine Augen? Etwas Schreckliches. Junger Freund, ich sehe... Vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Es ist voller Gefahren, steil und mit Hindernissen geradezu übersät. Oh, ein Wahrsager, als hätten wir das nicht noch gebraucht. Junger Freund, solltest du dein Ziel je aus den Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft. Denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Oh, oh, oh. Vertraue meinen sanften Augen, lausche meinen klaren Stimme und dann droht dir keine Gefahr. Komm jederzeit zu mir, junger Freund. Okay, ich nehme an, der hat so in etwa die gleiche Funktion wie die Wahrsagerin aus Twilight Princess und wird uns so zum einen sagen, wo wir als nächstes hin müssen, falls wir mal unser Ziel aus den Augen verloren haben, und zum anderen wahrscheinlich vielleicht auch die Herzteile sagen, wo die sind, wenn es denn hier welche gibt. Ich nehme es mal schon an. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum wir 6 Herzen am Anfang haben, aber vielleicht ist das einfach nur eine Hilfe. Vielleicht ist das so schwer am Anfang, wer weiß. Ich spreche jetzt mal hier alle an, denn ich bin total interessiert, was die zu sagen haben. Diese alten Leute, die hier so in der Bar sitzen, die haben ja meistens die tollsten Geschichten. Wenn du müde wirst, dann leg dich eine Runde schlafen. Du kannst dich überall dort ausruhen, wo du ein Bett findest. Und glaub mir, du wirst dich wundern. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht im Wolkenhort ist größer, als du denkst. Also leg dich schlafen und sieh dir den Wolkenhort bei Nacht an. Wenn du ein paar interessante Dinge erleben willst... Ach so, das war schon Satzende. Alles klar, das habe ich mich auch schon gefragt, wie das hier mit dem Tag-Nacht-Wechsel ist. Ob das so ein fliegender Wechsel ist oder, wie er hier gesagt hat, so ein leg dich ins Bett und dann ist Nachtwechsel. Du bist jetzt ein vollwertiger Anwärter auf den Ritterposten. Gratulation. Oh yeah. Aber ich bin sicher, es gibt noch viele Dinge, über die du nicht Bescheid weißt, nicht wahr? Solltest du Probleme haben, drücke stets 2 und rufe Hilfe auf. Rufe die Hilfe auf, natürlich. Das ist sowas wie eine Grundregel. Ja, vielen Dank. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Guten Tag, Frau Köchin. Was gibt's denn heute so? Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar. Schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Ja, interessant. Ach, da sehen wir sie mal von vorne. Fleißig am Ackern. Sieht eher aus wie Lava, was sie da macht. Okay. Naja, wir müssen es ja nicht kosten. Ah, hier ist ordentlich Party-Action. Die Musik macht echt Laune. So, wer bist du denn? Oh ja. Hast eine komische Maske auf. Ich hoffe, das ist eine Maske. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items verbessern und so und dein Schild reparieren. Ah, okay, das ist cool. Also, was soll ich, wo soll ich die Schrauben ansetzen? Schild reparieren brauchen wir nicht. Items verbessern interessiert mich jetzt mal. Alles klar. Das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Der Schild. Man kann ihn verbessern. Interessant. Von normal auf hart. Verstärkter Holzschild. Abwehrkraft ist erhöht. Interessant. Benötigt Bernstein, Halbmond, Monsterklaue und Glibber. Ja, klar, Glibber braucht man natürlich für ein Schild. Warum auch nicht? Okay. Und 30 kostet der Spaß. Da wir aber nur 30 haben und sonst nichts, kann uns das, glaube ich, erstmal nicht interessieren. Ach, warum das denn? Sei kein Spielverderber. Ich würde ja gerne, Kollege. Du kannst mir ein Sonderangebot machen. Aber naja, was soll's. Komm wieder, wenn du dir es anders überlegt hast. Okay, das lässt vermuten, dass wir ganz viele Items finden können und die hier eintauschen können, unter anderem. Wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch woanders. Wer bist du denn? Du hast doch auch was anzubieten. Ach, das war der Schmollmund hier. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Okay, hier ist quasi das Lager. Möchtest du das Itemlager nutzen? Eigentlich nicht, denn wir haben ja noch nicht wirklich viel.
Aha, soll mir recht sein, aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du hier auch etwas zu erledigen hast, ja? Okay, Leute, das ist hier alles sehr neu für Zelda, muss ich sagen. Items lagern und hier seine Waffen und sowas ausrüsten, also das hatten wir eigentlich vorher noch nicht, soweit ich weiß. Sehr interessant. Gut, dann frage ich mal noch diesen hier. Oh Gott, der freut sich aber, der einzige Kunde hier. Oh Gott, naja, spreche ich dich mal an. Wie die alle aussehen, die sehen also lustig aus, oh Gott. Ah, ein Kunde, welch freudige Überraschung. Komm, tretet näher. Noch näher? Nein, danke. In diesem Laden findet ihr alles, was euer Herz begehrt. Ich weiß, das stand da nicht, aber egal. Werft einen Blick auf mein sagenhaftes und umfangreiches Angebot. Wenn ihr noch Fragen bezüglich des Einkaufens habt, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Wie kauft man ein? Das wird wohl nicht so schwer sein. Kein Bedarf. wie überaus anmaßend von mir. Entschuldigt, werter Herr. Jemand, der so weise ist wie ihr, benötigt selbstverständlich keine Erklärung. Nun denn, wollt ihr nun einen Blick in meine Waren werfen? Ja, tun wir das doch mal. So, Bomben. Können wir die eigentlich alles schon kaufen? Ich will Bomben kaufen. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Werter Herr, kann ich euch meine Hilfe anbieten? Nein. Ich wollte doch die Bomben hier anvisieren. Ja, ich weiß, ich bin weise und toll und ja. So kann man sich auch seine Kunden schön machen hier. Ah, welch Unglück, ihr besitzt keine Bombentasche. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das wäre auch ein bisschen einfach gewesen, an Bomben zu kommen gleich. Okay, den Schild, den brauchen wir nicht, den haben wir ja schon. Schauen wir doch mal, was sich hier hinten befindet, in deinem geheimen Kämmerchen. Da werden die heißen Waren angeboten. Aber gut. Oh Gott, wie der läuft. Tipp. Ist ein bisschen gruselig, ja, ich hau hier ab. So, hier waren wir schon. Hier war doch noch irgendjemand, genau. Der Meister der Tränke. Oder die Meisterin wohl eher. Ja. Willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, füllen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer einen dieser Tränke bei sich tragen. Du hast ja gar keine leere Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du sie füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir mein Hübscher. Neben unsere Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen. Also pass mir ja gut darauf auf. Ja, cool, Leute. Unsere erste Flasche. Das ist doch toll. Haben wir mal wieder was Schönes hier erhalten. Es hat sich also doch gelohnt, mal im Bazar vorbeizuschauen. Ich gebe dir die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke Y, um einen Blick darauf zu werfen. Wenn deine Tasche so voll ist, dass du nichts mehr tragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben und sie aufbewahren lassen. Aber genug der Erklärung. Willst du nicht etwas kaufen? Ja, weil du so nett warst und uns hier schon, nein, ich will nicht, okay, ich kann, Moment, ja, ich will nicht mit dir reden, ich will etwas kaufen. Ein Herztrank ist doch gar nicht schlecht, weil du uns so nett die Flasche hier geschenkt hast. Was ist denn hier ein Herztrank, frage ich mich. Das sieht aus wie ein Magietrank oder so. Grün. Dieser Trank hier bewirkt, dass deine Ausdaueranzeige nicht mehr abnimmt. Ah, okay. Okay, diese Tränke können wir hier alle noch nicht kaufen, scheinbar. Was ist das denn, ein Papagei? Oh, nee. Eine weitere Person mit einem Baby hinten drauf. Auch nicht schlecht. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank kaufst, dann kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verfeinert haben möchtest? Im Moment nicht. Aber danke für die Info. Ich verstehe. Komm jederzeit wieder, wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen möchtest. Okay, es ist alles sehr neu hier. Was ist das denn hier für ein Trank? Oh, das hier ist der Rüstungstrank. Er vermindert den Schaden, den du erleidest, für eine bestimmte Zeit. Okay, das brauche ich jetzt auch nicht. 200 Rubine, oh Gott. Hurra hier. Ja, tut mir leid. Gut, ich will nun Herztrank. Sag mir doch einfach, welcher das ist. Der Wundertrank, warum nicht? Nein, den will ich auch nicht. Okay, ich nehme an, der Herztrank ist der rote. Eine Flasche davon kostet gerade mal 30 Rubine. Ach, nehme ich den einfach und dann hat sich die Sache. Reicht doch auch jetzt mal. So, tunken wir ihn ein und bezahlen mit unseren fleißig zusammengesammelten Rubinen. Da freut sich auch die Geschäftsfrau und wir können den Bazar hier verlassen. Also ja, gefällt mir sehr gut hier, der Bazar.
Sehr bunt vor allen Dingen. Und wir verlassen diesen Ort. Wir werden irgendwann nochmal hier bei Nacht zurückkommen. Doch jetzt erstmal... was mich interessiert, hier gab es doch irgendwo Terry. Sollte es doch irgendwo hier einen Terry-Laden geben. Ah, seht mal, da fliegt ja einer. Ich nehme mal an, das ist ein Terry-Laden. Boah, der kommt genau auf uns zu. Ist das Terry? Ah, vielleicht müssen wir an seine Glocke da läuten. So sieht's aus. Naja, das werden wir erst später wahrscheinlich können. Als letzte Tat für heute, für diesen Part, werde ich nochmal mit diesem Typen hier reden. Gratulation zum Sieg bei der Vogelreiterzeremonie. Warum machst du denn ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter? Du hast doch gewonnen. Ja, man sieht, die Informationsverteilung hier, die Dorf ist nicht gerade gut ausgeprägt. Keiner weiß, dass Zelda verschwunden ist oder was. Naja, wir werden uns darum kümmern. Ah nein, jetzt interessiert mich aber noch was. Genau, das ist der Cliffhanger für diesen Part. Im nächsten Part werde ich einen todesmutigen Sprung hier hinunter warten und wagen und hoffentlich mit unserem Paraschal darüber schweben zu dieser Schatztruhe. Ob mir das gelingen wird oder ob ich jämmerlich in den Tod fallen werde, das werdet ihr im nächsten Part sehen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.